Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Niro Epi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 16. Ich merke gerade, ich bin noch am Versteck. Nein, ich wollte euch doch eigentlich. Ich habe schon die Aufnahme angeschmissen, bevor ich hier irgendwie gedacht habe, ey, warte mal, hier will ich gar nicht sein. Und ja, wir sind hier in der Wüste. Ja, es ist nochmal Dalmekia. Und wir müssen mit Leuten reden, um Informationen über hier eine gewisse Madame, nicht die Madame, die wir schon kennen, aber eine andere Lady zu bekommen, die uns hier aushelfen kann. Eine alte Freundin von Sid, ne? Also nicht uns, sondern der andere. So. Letzte Folge haben wir uns übrigens mit unseren Onkel zusammengetan, sind durch die Wüste gewandert, haben ein paar Leute in der Schenke verprügelt. Und jetzt reden wir ein bisschen mit den Leuten, um da durch die Wüste zu kommen, weil da sind Leute, die unseren Weg versperren. Lass mich das machen. Mein guter Mann, wir repräsentieren eines der angesehensten Handelshäuser in Port Isolde. Wir erwägen, in diese Region zu expandieren und würden gern die Bekanntschaft der führenden Geschäftsleute hier machen. Wo finden wir denn jene? Also, am bekanntesten sind unsere Bäder, die Märkte und die Schmieden. Die Besitzer der florierendsten Geschäfte haben hier sehr großen Einfluss. Danke. Das hilft uns sehr weiter. Oh, tut es nicht. Ihr kennt nicht zufällig eine Dame namens Rujena Dalimil, oder? Sehr unauffällig. Nein, die kenne ich nicht. Gut. Trotzdem vielen Dank. Das hat uns nicht geholfen, Clive. Was machen wir denn jetzt? Was willst du? Ich habe zu tun. Ja, guten Tag zu dir. Ich suche nach jemandem. Eine Frau namens Rujena Dalimil. Kennst du sie? Nie gehört. Was das? Eine Frage noch. Die haben alle von ihr gehört. Angenommen, ich suche den reichsten Händler hier. Wohin sollte ich mich da wenden? Ganz klar. Dornkuss. Die beste Schmiede diesseits der Meerenge. Der Inhaber ist ein Jungspund, aber er hat den Dreh raus. Der Dornkuss also. Danke. Dieser Jungspund ist doch unmöglich der Richtige. Sids Kontaktperson soll schließlich einflussreich sein. Einfluss kommt mit Alter und Erfahrung. Glaub mir das. Wer ist er nicht, der? Das ist eine Frau. Übersuchen. Mama, ich will mit dem Kristall spielen. Nein. Fass das Ding nicht an. Hi, Bootsmann. Kann ich helfen? Ist aus wie der eine Typ, den wir letztens eine Quest gemacht haben. Mit dem Namen Rujena Dalimil. Eine langjährige Stütze der Gemeinschaft, glaube ich. Was ist da für eine Schreibweise von den Namen? Schule. Dann frag mal Ferda. Er lebt hier schon ewig. Kennt den Ort und seine Bewohner wie kein anderer. Vor allem die ganzen alten Händlerfamilien. Die Bäder, da solltest du ihn eigentlich finden. Herzlichsten Dank. Na, das hört sich doch vielversprechend an. Mal sehen. Finden wir heraus, was genau dieser Pferder weiß. Weiß er denn? Entschuldige. Hey. Bist du Pferder? Bin ich. Kann ich euch beiden helfen? Das hoffe ich. Angeblich lebst du hier schon ziemlich lange. Kennst du Rujena Dalimil? Sie dürfte als Händlerin hier recht bekannt sein. Darf ich fragen, was ihr genau von der Wüstenhäsin wollt? Sie war eine Freundin von mir. Wir bräuchten dringend ihre Hilfe. Also gut. Geht zum Bordell. Ich übernehme alles Weitere. Oh Mann. Kann sich doch nicht zu so einem Ort schicken. Können? Wohl nur so weit, wie er uns vertraut. Okay. Wir sehen auch sehr vertrauenswürdig aus. Also hinterhergeschnüffelt. Wovon redest du? Stell dich nicht dumm. Wer seine Nase in unsere Geschäfte steckt, verliert sie ratzfatz. Aber so einen Moment nicht letztens schon. So, wer wäre als Erster? Wagt euch. Onkel, lass mich das bitte erledigen. Da geklappt, ich weiß auch gar nicht.
Irgendwie jeder Kampf läuft irgendwie so ab. Er denkt, wo ihr seid voll. Denkt voll, ihr habt voll drauf, ne? Lasst uns euch mal zeigen, wie es hier so abläuft. Und dann 2 Sekunden später liegen die alle am Boden, sind tot. So läuft jeder soziale Kontakt mit ehrlich mit Clive ab. Ah ja, komm. Soll ich mich erst recht wie in Devil May Cry? Au, wie kannst du es eigentlich wagen? Ah. Von seinen Hintern im Band gesteckt. Ich bin verletzt. Ich merke gerade, ich habe ganz schön viele Punkte. Soll ich vielleicht mal ausgehen? Herzlichen Glückwunsch, ihr habt den Test bestanden. Für wen arbeitet ihr? Für ihn oder sie? Ihn, den Meister. Er wollte, dass wir euch prüfen. Ziemlich armselig für eine Prüfung. Lord Ferda? Sieh an, wen haben wir denn da? Solch ein Geschick mit der Klinge ist wirklich selten. Passend für einen Geächteten. Du weißt, wer ich bin. Und was jetzt? Holst du die Wache und sicherst dir die Belohnung? Diese Entscheidung liegt nicht bei mir. Wir sind hier fertig. Bring ihn zu seiner lieben Rujena. Sie wird sicher sehr an ihm interessiert sein. Ja, mein Lord. Auf zum Hof der Muse. Zum Hof der Muse. Zum Hof der Muse. Jetzt Torgal. Zum Hof der Muse. Okay. Geile Prüfung, ne? Ich habe diese Leute absolut zerstört, ne? Mit dem, was ich drauf habe, das ist keine Prüfung, das ist Leben oder Tod. Da sind einige Leute gestorben für diese Prüfung. Die ganze Zeit etwas von Alter und Erfahrung. Ich lag so falsch. Es war eine naheliegende Vermutung. Schließlich hat Sid sie vor Jahren zuletzt gesehen. Oder ihn. Wer dieser Lube auch sein mag, er scheint auf jeden Fall fähig zu sein. Und hat unseren Respekt verdient. Behandelt ihn auch so. Ich soll die beiden hier zu dir bringen. Meine Jungs sagen mir, du brauchst etwas Hilfe. Sid der Zweite. Machen wir es kurz. Hilf uns, das Südtor zu passieren. Sag mir, was ist das wichtigste Werkzeug im Arsenal eines Händlers? Vertrauen, das weiß doch jeder. Ohne das hat man nichts. Und nichts ist genau das, was du hast. Und deshalb habe auch ich für dich nichts. Ich kann schließlich nicht jedem Straßenhund helfen, der einfach hier hereinstreut. Warum ist eigentlich jeder so respektlos mir gegenüber? Ich wollte euch die ganze Stadt hier in Schutt und Asche legen.
findet jemand anderen, der euch bei eurer Reise hilft. Und sagt ihm auch, dass ihr ganz gewiss nicht die zwei gesuchten Reisenden aus der Schenke seid. Wir wollen doch Missverständnisse vermeiden, oder? Du Kleiner! Gut. Können wir dein Vertrauen vielleicht verdienen? Du gefällst mir. Bereit, alles zu tun, um dein Ziel zu erreichen. Ha, Leute wie du haben einen besonderen Platz in meinem Herzen. Und warum wohl? Weil ich so bekomme, was ich will. Immer. Schön. Also was willst du? Jetzt erzähl mir nicht, dass du auf diesen Wichtigtuer hörst. Hören wir ihn uns doch erstmal an. Es ist nur natürlich, dass ein Verbündeter von Sid Fremden misstraut. Falls er wirklich ein Verbündeter ist. Vor 5 Jahren war er noch ein halbes Kind. Und selbst damals hatte ich mehr Grips als ein Mann, der... Oh, 5-mal so alt ist? Naja, zurück zum Thema. Du wolltest wissen, was ich will. Ich will, dass die Probleme in Dunimill ein Ende haben. Wenn ihr das für mich erledigt, werde ich euch helfen. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. So, Quest für euch machen. Was meinst du? Wenn du uns schon Befehle gibst, dann rede Klartext, Trottel. Mein Onkel. Graubart. Mit Honig fängt man mehr Fliegen als mit Essig. Wie hast du mich gerade genannt? Entschuldigung. Ein Ratschlag als Wiedergutmachung. Folgt den Kristallen. Mehr sag ich aber nicht. Es soll ja nicht so einfach für euch werden. Ha! Wäre doch gelacht. Sein kleines Rätsel lösen wir im Handumdrehen. Ein Kinderspiel. Teilen wir uns besser auf, Clive. Ich möchte diese Posse gerne so schnell wie möglich zu Ende bringen. Ist gut. Fall nicht auf. Okay, den Kristallen auf der Spur. Ich dachte, wir wären die Unruhestifter in Dalimil. Okay. Sprich mit dem Einwohnern schon wieder. Jo. Verzeihung. Hier gibt es zurzeit Ärger mit Kristallen, oder? Davon. Woher weißt du das, Clive? Nur Gerüchte. Liebes Pack. Lassen Kristalle mitgehen, die unsere Krüge füllen und Feuer machen sollten. Wir einfachen Leute haben seit Monaten kaum ein paar Splitter gesehen. Selbst auf dem Schwarzmarkt scheint es keine zu geben. Sie sind einfach weg. Sehr merkwürdig. Okay. Hier war irgendwie gerade was. Willkommen im letzten Stich. Leere jeden Krug, als ob er dein letzter wäre. Ja, für diese einen Leute war es der letzte im letzten Part, ne? Wenn ihr versteht, was ich meine. Hey, du Knecht, was geht? Kommt ganz drauf an. Eine Frage. Im Vergleich zu anderen Dörfern in dieser Gegend scheint Dalimil zu florieren. Woran mag das liegen? Wir sind nur einen Steinwurf von Drachenfang entfernt. Die Soldaten, die am Mutterkristall stationiert sind, müssen ja irgendwo ihren Sold verprassen. Vor allem die steinerne Wache wirft ständig mit Gil um sich. Interessant. Danke. Ich werde dich nicht länger aufhalten. Okay. Torgal. Muss ich sagen. Macht dieser Hund da? Oh, das war noch mein. Das war mein komischer Hund. Leckeres Fleisch. Kaum zu glauben, wie viel er gezahlt hat. Was geht? Was kann ich für dich tun, Soldat? Ladies. Einmal Schwert polieren. Ich bin kein Soldat. Ach, dann verzieh dich. Welches Schwert? Zwinker, zwinker, nutsch, nutsch. Oink, oink. Eine Art
Das auf meinen Rücken. Ich habe nur dieses Schwert. Ich will nicht unter einem Bettler liegen, wenn sie vorbeikommen. Mit Taschen tiefer als Semekis, randvoll mit Gel. Los, verzieh dich, hörst du? Bevor du sie vergraulst. Ich glaube, ich verstehe langsam, was hier vor sich geht. Ich sehe aus wie der... Weil nicht, also im Vergleich zu jedem anderen sehe ich doch irgendwie voll cool aus, ne? Weil jeder behandelt mich irgendwie, als würde ich irgendwie der letzte Dreck. Ist irgendwie nicht fair, ey. Wenn ich jemand mit solchen Klamotten an mir vorbeilaufen sehen würde, ne? Bin vorbei. Na, guck mal, wie sie schon schaut. Du hast doch unsere ganzen Möbel zerlegt. Was willst du? Hast du nicht schon genug Ärger angerichtet? Hey, mein Onkel hat doch bezahlt. Ist er hier? Du meinst den Herrn, der bei dir war? Der ist oben, aber... Danke. Aber? Ich finde ihn schon. Hm. Onkel! Lass mich dich einladen. Ich kann mir das... Wie habe ich war drin? Sind wir überhaupt erlaubt da reinzugehen noch? Ach Onkel, was machst du denn schon wieder? Reicht das hier als Anzahlung aus? Einer der vielen Schätze in meiner Sammlung, von der ich mich nur zu gerne trennen würde, wenn ihr mir einen Anlass dazu gebt. Also gut. Wir werden uns sicher einigen können, aber nicht hier. Was hast du vor, Onkel? Das ist echt nicht mit so viel Asche durch die Gegend laufen. Na, was war das? Kannst du mir erklären, warum du Kupkas Männern Geschenke machst? Köder, mein Junge. Damit beißen die Fische gleich viel besser. Und ich glaube, ich habe einen dicken Brocken an der Angel. Ich habe mich auf den Märkten umgehört, ob man nicht irgendwo Kristalle kaufen könnte. Natürlich ohne Erfolg. Kristallhandel ist schließlich verboten. Aber meine untypische Indiskretion erweckte zufällig die Aufmerksamkeit dieser uniformierten Ganoven. Sie nahmen mich beiseite und boten an, mir Kristalle zu beschaffen, wenn ich beweise, dass ich sie bezahlen kann. Die Perle war also der Beweis. Ich dachte, es würde mehr brauchen. So ein zweitklassiges Exemplar bringt kaum 500.000 Gil. Ein kleiner Preis für den Zutritt zur Unterwelt. Aber genug von meinem kleinen Täuschungsmanöver. Was hast du entdeckt? Der Kristallnachschub scheint versiegt zu sein. Man munkelt, dass jemand sie beiseite schafft. Gleichzeitig geben die Mitglieder von Kupkas Leibgarde hier verdächtig viele Gil aus. Ich wette, die Soldaten von eben sind genau diejenigen, die hinter der ganzen Sache stecken. Und gut daran verdienen. Ich wette, du hast recht. Treffen wir die Männer und finden es heraus. Sie dürften auch Lubos Probleme sein. Ha! Dieser lachhafte Lackaffe dachte, er fordert uns heraus. Das zeigt mal wieder, man sollte einen Rossfield nie unterschätzen. Sein dummes Grinsen wird ihm schon bald vergehen. Irgendwie habe ich das Gefühl, es wird genau andersrum sein. Ich hoffe doch, du rettest meine Haut, falls etwas schief läuft. Aber sicher doch, Onkel. Natürlich. Okay. Oh, das Gebiet, wo wir noch nicht waren. Alles gut. Doch, ich kann nicht so springen. Ich fühle mich so schwach.
So, einfach nur geradeaus. Okay. Keine Ahnung. Wir waren das nicht und ihr könnt es nicht beweisen. Schnell weg. Din, 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 din. Din, 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 din. Wow, kommt sogar von draußen. Ich meine, von wo soll er sonst kommen, ne? Hey, guck mal, wir haben schon alles erkundet. Ja, finde ich es ein bisschen komisch gemacht. Macht es sehr verwirrend. Oh. Ah. Kann man hier überhaupt hoch? Ja, nein. Wo will es? Da ist auch ein Weg. Okay. Keine Monster, ja? Aber ein Gegenstand. Ach, geht weg. Ich bin schon überlevelt. Habe ich gegen euch schon gekämpft? Ich kann so auf die losgehen. Aber so, ich darf euch doch bestimmt, ne? Bin ich nicht zu meinem Versteck irgendwann zurückgekehrt? Habe ich schon wieder AP verloren gehabt? Kämpfer, ja, ich habe gerade gekämpft, oder? Das ist der zweite Part, den ich heute aufnehme. Ich war jetzt immer so ein bisschen verwirrt, was ich in diesem Part gemacht habe, was in den letzten. Na ehrlich, ich kann nicht da drauf klettern. Ah. Na gut. Oh, der geht automatisch auf die los. Ja gut, dann mache ich euch eben platt. So gerne. Warum schlag ich nicht einfach nur weiter auf die los, wenn die am Boden liegen? Ich weiß, das wäre gameplay-mäßig voll unfair. Aber das ist mir egal. Wäre mir egal. Ich will es trotzdem machen. So. Kam dieses Spiel eigentlich so grafikmäßig gut an? Was ist das? Sehr blöde Frage eigentlich, ne? Aber ich könnte schwören, die Animation im 15. Teil waren ein ganz klein bisschen besser. Da bilde ich mir halt nur ein. Ich meine, das Spiel sieht natürlich super aus, ne? Von der Grafik her, aber sieht super aus so im Vergleich zu anderen Spielen heutzutage. Bei Final Fantasy war schon immer ein grafisches Meisterwerk, ne? Schon damals, ne? Final Fantasy 7. Ich meine, Final Fantasy 7 sieht jetzt unglaublich schlecht aus, ne? Das Original. Dieser Polygon-Grafik, ne? Die Charaktere also dicke Arme haben und so. So Popeye-Arme. Aber damals war noch super. Keine Ahnung, super beliebt, ne? Die Leute haben gesagt, oh, das ist geile Grafik, ne? Vor allem die animierten Cutscenes und so, ne? Der Sprung von Final Fantasy 7 auf Final Fantasy 8 war riesig, so von der Grafik her. Ich übernehme das. Aber ist das auch der Fall hier mit dem 16. Teil? Ich meine, ich bin nicht so ein Connoisseur, wenn es um Grafik geht, ne? Ich habe keine Ahnung. Für mich sieht jedes Spiel gut aus. Schon, ihr würdet nicht kommen, Milord. Habt ihr eure Spende dabei?
sämtliche Münzen und Edelsteine, die ich so kurzfristig auftreiben konnte. 500 Myriaden, hoffe ich. Auf den Preis hatten wir uns doch geeinigt, oder? Wenn ihr nichts dagegen habt, möchte ich jetzt die Kristalle sehen. Natürlich. Hier entlang, Milord. Wirklich nicht schlecht. Die Klarheit ist beeindruckend. Aber muss ich mich sorgen? Wenn ich auf der Straße angehalten werde, welche Garantie habe ich, dass sie nicht als Eigentum der Republik beschlagnahmt werden? Diese Kristalle sind nicht mehr Eigentum der Republik. Ihr kauft nicht von uns. Ihr kauft von ihnen. Und wir haben hier auch nicht mehr Befugnisse als ihr, Milord. Aber wir haben Schiffe und liefern gerne an einen Hafen eurer Wahl. Kleiner Gefallen für gute Kundschaft. Valuta, Was führt euch hierher? Na, sie wollen ihren Teil von Drachenfangs Segen empfangen. Unsere Nationen sind verbündet, also hat Valut ein Anrecht auf einen Teil der abgebauten Kristalle. Und sie sind so gute Freunde, dass wir diesen Anteil erhöht haben. Zu unser beider Vorteil. Daher sind diese Kristalle nun Eigentum des Königreichs von Valut. Und uns ist jegliche Einmischung verboten. Was auch immer fortan mit ihnen geschehen möge. Hast du das gehört? Sie arbeiten zusammen! Sieht ganz so aus. Milord, was hat das zu bedeuten? Betrügerische Hunde! Das sind gar keine Käufer! Tötet sie! Betrügerische, haben die uns nicht ja? Alle betrogen oder? So. Wer will das erste? Na, du, boom. Das war so ein Spaß. Liegen bleiben. Das ist der eine irgendwie nur so einen Test irgendwie mit uns gemacht hat, ne? Oh, ich sehe da Magier. Ups, hier. So. Knöpfe. Wie funktionieren sie? Du. Wer noch? Wow. Wer ist das überhaupt? Ionenschlag. Ach, hältst du der Angriff von Ramu? Ich glaube ja, ne? Bonk. Home Run. Wie heilen. Bonk. So, noch mehr? Oh. Jetzt schicken die schon ihre Vögel auf uns. Oh, vergessen. Das ist so merkwürdig, ne? Das ist, als würde irgendwie, weiß ich, ein Soldat irgendwie sein Pferd auf einen schicken. Er fängt irgendwie an, gegen einen zu kämpfen. Oh, geh auf den. Oh, wow. Mein Gott, macht er viel Schaden. Ey, Finger weg von meinem Onkel. Oh. Boah, voll in den Hintern. Das Schlimmste ist, mein Schwert hat noch nicht mal so eine spitze Klinge. Ja, tut auch voll weh. Ja, ich sag mal, meine Punkte hier verteilen. Das war doch ein Klacks. Wie fandest du meine Darbietung? Auf der Bühne war ich oft der Bösewicht. Und ich glaube, das hat man gemerkt. Oder? Graubart, du warst hervorragend. Die Kampfszene war besonders dramatisch. Zu schade, dass ihr nicht mehr Zuschauer hattet, aber das ist wohl auch besser so. Wie lange bist du schon hier? Lange genug, um zu sehen, wie hinterlistig dein Onkel ist.
Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ein Edelmann sich zu so etwas herablassen würde. Zwielichtige Geschäfte auf Augenhöhe mit Verbrechern. Hinreißend. Das waren also die Probleme. Die steinerne Wache hat die für das Volk gedachten Kristalle an die Valuta verkauft. Nun, damit ist Schluss. Das ist es. Die Menschen hier hatten kaum eine Möglichkeit, sich gegen Kupkas Männer zu wehren. Und die Valuta erst recht nicht. Bis ihr zwei hier aufgekreuzt seid. Gut, wir sollten die Kristalle zurückbringen. Passt ihr auf, bis ich mit dem Wagen zurück bin? Okay. Das sind dann alles Splitter von diesen riesigen Kristallen, ne? Nehme ich jetzt mal an. So, jetzt hätte ich gerne ein Kristallschwert, wenn nichts dagegen hast. Wie heißt du denn eigentlich? Clive. Echt? Sid der Zweite heißt Clive? Naja, gibt schlimmere Namen. Nun, Alter. Wieso bist du eigentlich noch so respektlos? Hast du nicht gesehen, wie ich den Erdboden vor mir ausgerissen, aufgerissen habe? Deinen donnernden Stab aus dem Himmel gerufen habe? Den Zorn Gottes auf meine Gegner herabgeregnet hat? Vielleicht sollst du etwas freundlicher zu mir sein. Außerdem kann ich 10 Schläge pro Sekunde abfeuern. Du hast doch noch den Gilbeutel von den Soldaten, oder? Ich hab dich gesehen, als du ihn stibitzt hast. Oh, ja. War wohl nicht sehr geschickt. Und mein Name ist nicht Graubart, sondern Lord Byron Rossfield. Merkt ihr das? Klar. Mach ich. Sehr gern. Graubart. Verwünscht! Oh. Hier, mein Siegel. Ah, oh, noch ein Siegel. Ich mir die Brust hängen kann. Freund von mir, der es an dir sieht, ist auch deiner. Vielen Dank. Mehr Quest wahrscheinlich, ne? Ach, und wenn du willst, sende ruhig einen meiner Stolas zu deinen Leuten. Sag ihnen, Rujina macht wieder gemeinsame Sache mit Sid. Ich vertraue dir, Sid. Oder doch eher Clive. Also enttäusch mich bitte nicht. Mein Ruf steht auf dem Spiel. Okay. Na dann, habt eine gute Reise nach Süden. Danke. Nicht doch. Ganz meinerseits. Komm, Onkel. Gehen wir. Okay. Ich habe so viel Geld. Keine Ahnung, was ich damit anstellen soll. Ich wusste es. Ich hab's gewusst. Gut. Ich könnte nicht mal ein Buttermesser schmieden. Schöpfe dich. Meister Lubor ja nur über mich lustig. Das würde ich ihm glatt zutrauen. Ich genauso. Oh, du bist doch Clive, oder? Tut mir leid, ich war in Gedanken woanders. Ich bin Sava, Meister Lubors unbegabtester Lehrling. Bald ehemaliger Lehrling, wenn ich seine Prüfung nicht bestehe. Vielleicht bin ich schlicht und einfach zu dumm. Die Leute kaufen Waffen schneller, als der Dornkuss sie schmieden kann. Und ich kann nicht einmal anständiges Küchenwerkzeug. Kann ich mir hier vielleicht ein paar Waffen herstellen oder so? Das wäre so mein erster Gedanke gewesen, ne? Als ich hierhin geschickt wurde. Was immer das bedeuten soll. Ich
Ich nehme an, du weißt auch nicht, wovon er redet, oder? Nein, leider nicht. Macht nichts. Dachte, ich frag mal, ehe ich meine Sachen packe. Ich kann es versuchen. Ich kann versuchen, dir zu helfen. Ich weiß, was im Dornkuss los ist und dass Lugo alle fähigen Hände braucht, die er finden kann. Da sage ich sicher nicht nein. Also, wo fangen wir an? Gute Frage. Ehrlich gesagt habe ich noch nie irgendein Messer gemacht. Und dann ist da ja auch noch dieses Rätsel. Das Wesen von Dalimil. Nichts ist einfach mit diesem Mann. So wie ich das sehe, gibt es nur einen Weg, wie wir das Rätsel lösen. Indem wir Leute fragen, die Ahnung haben. Oh, ich dachte, wir wollten. Du hast recht. Im Dunkeln. Ich dachte, wir fangen an, den Typen zu würgen. Wie er mit der Sprache rausrückt. Viele in Dalimil verdienen ihren Lebensunterhalt mit Messern. Die Metzgerin natürlich. Und auch jede Menge Köche. Sie haben sicher die eine oder andere Meinung zu ihrem Handwerkszeug. Ha, das klingt, als hätten wir einen Plan. Legen wir los, ja? Ich rede mit allen Köchen, die ich finde. Du mit der Metzgerin und allen, die dir sonst noch einfallen. Wow. Viel Glück. Also ich mit allen, du mit ein paar. Tschüss. Das sieht Lobo ähnlich, eine Prüfung in ein Rätsel zu verwandeln. Kann ich nicht benutzen. Ich fang besser an. Okay. Die feinsten Stoffe. Wie wäre es mit einem schönen Geschenk? Was geht, Metzgerin? Willkommen. Was darf es denn sein? Eine Antwort, wenn's recht ist. Was macht ein gutes Tranchiermesser aus? Bist du ein Schmied oder sowas? Sowas in der Art. In Ordnung. Ein Messer also. In erster Linie muss es scharf bleiben. Die meisten Messer kommen problemlos durch Fett, aber Sehnen machen billigen Stahl stumpf. Mit einer Klinge, die alles durchtrennt, was auf meinen Schlachtblock kommt, bin ich immer glücklich. Ein Messer, das scharf bleibt. Hm. Herrlich, das mussten wir nachfragen. Ja. Clive. Boah. Der Typ macht mich fertig. So, jetzt noch eine Quest. Ersparnisse habe ich hier rein investiert. Was ist denn los? Die Bäder sind geschlossen. Lass mich in Frieden. Wenn ich es mir recht überlege, vielleicht kannst du mir ja helfen. Kann ich dich anheuern? Das kommt auf die Arbeit an. Es geht um die Rettung meiner Bäder. Das Wasser ist plötzlich kochend heiß geworden. Nicht einmal mit allen Kristallen in ganz Dalimil könnte man es abkühlen. Zweifellos findet sich die Ursache an der Quelle. Aber ich kann hier nicht weg. Sonst glauben die Leute noch, ich hätte mein Geschäft ganz aufgegeben. Ich hänge an diesen Bädern, nicht nur des Geldes wegen. Ich bitte dich, geh zu den Djosnov-Terrassen. Sieh nach, was dort los ist. Du kannst nicht irgendwie für 10 Minuten kurz weggehen? Ich sehe mich mal dort um. Wunderbar. Es ist auch gar nicht. Weil die Leute dann irgendwie, weiß nicht, in Panik ausbrechen oder so? Über das Südtor? Und dann brauchst du einfach nur dem Schwefelgeruch zu folgen. Ohne die Bäder als Einnahmequelle werde ich kläglich an den Schulden zugrunde gehen. Mein Lebensunterhalt, ja mein Leben selbst steht auf dem Spiel. Cool. Ich meine, nicht cool. Coole Story, Bro. Engellaternen. Ha, sie haben das Tor geöffnet. Lobo hat sein Wort gehalten. Oh, ist auch eine Quest. Ja, was gibt? Red oder zieh eine. Gut, dann red. Sehr freundlich. Verrätst du mir deinen Beruf? Jäger. Warum? Ich habe eine Frage. Was macht ein gutes Tranchiermesser aus? Du verwendest doch sicher eins auf der Jagd, oder? Oh, das Messer muss viel aushalten können. Ich will keine brüchige Klinge, vor allem nicht da draußen. Wenn die ständig bricht und du sie ersetzen musst, verdienst du weniger, als du ausgibst. Die Zeiten sind hart. Danke. Dann will ich auch gar nicht länger stören. Dafür mussten wir die Leute befragen. Ganz nach meinem Geschmack. Ein Messer, das scharf ist und nicht schnell kaputt geht. Ein Tron-
Rangiermesser sollte robust sein und scharf bleiben. Keine Überraschung. Hoffentlich hat Server mehr als ich rausgefunden. So, ey. Hier war ich noch nicht. War nicht da, wo ich gerade gekämpft habe? Ja, ne? Aber dann dabei. Vielleicht gehe ich da auf Screen, keine Ahnung. So, für die andere Quest müssen wir da unten lang. Ich das Tor. Also machen wir erstmal hier. Gehen wir erstmal hier die Quest ab. Ich habe ja vergessen, ne? Was kann ich mir denn hier noch so Schönes holen? Ne? Da brauche ich eine Menge für. Meistern brauche ich nicht. Da benutze ich nicht. Verbessern. Habe ich alles schon. Phoenixflug 375. Warte mal, habe ich den? Ja, habe ich schon. Haben sich wohl die Ultimates hier. Was sehen wir nicht, das hier verbessern? Ah, Limit Rausch, okay. Wäre natürlich auch nicht schlecht, aber so oft tue ich jetzt auch nicht kontern. Meine Teppich. Und wie lief's bei dir? Hast du was erfahren oder muss ich mir ein neues Handwerk suchen? Nur, dass eine Klinge haltbar sein und scharf bleiben soll. Aber was hat das mit dem Wesen von Dalimil zu tun? Ich hatte auch nicht mehr Glück. Der Koch hat nur gesagt, dass sein Messer ganz leicht sein muss. Schwere Messer machen die Arme schwer. Also sind wir nicht einen Schritt weiter. Cool. Vielleicht hatte Lubos Bemerkung ja überhaupt keine tiefere Bedeutung. Nein, das kann nicht sein. Ich habe oft mit ihm geredet und er wählt seine Worte sorgfältig. Nein. Uns ist was entgangen. Sicherlich etwas direkt vor unserer Nase. Du hast bestimmt recht, aber ich muss langsam loslegen. Ich kann mit dem Schmieden nicht ewig warten. Nein, das würde Luba nicht gefallen. Genau. Eisen zu hämmern hat er mich gelehrt. Das billige Zeug. Solange man es nicht zu dünn schlägt, ist es hart genug. Und mühelos schärfen lässt es sich auch. Nur leider ist es entweder haltbar oder leicht. Das heißt, jemand wird immer enttäuscht sein. In meinem Fall wahrscheinlich Meister Lubor. Kannst du sonst niemanden fragen? Jemanden, der sich mit Metallen auskennt? Die anderen Lehrlinge werden mir bei meiner Prüfung nicht helfen. Aber vielleicht gibt es jemanden, der mir helfen kann. Eine Händlerin, die bei Meister Lubor Stammkunde ist. Sie verkauft Metalle an Kaufleute, die durch die Velkroi reisen. Ich wette, die kennt sich aus. Oh, okay. Ich nehme an, du suchst sie gerade auf. So, Entschuldigung. Oh, da. Ja, von hier aus dein. Ich glaube, schneller, ne? Achso, gedrückt halten. Die ganze Zeit R3. Heute wieder Wind, Ambrosia. Und dann gib mir etwas Ambrosia. Ist ja diese göttliche, dieses göttliche Essen irgendwie, Ambrosia. Ist ja nicht so etwas wie Pudding oder so, oder verwechsel ich da gerade was? Oder ist das göttliche Speise? Stell mal vor, du bist Essen und dein Name ist Götterspeise. Das ist irgendwie höchste Ehre irgendwie, ne? Oh, hier. Jetzt als gerade einfach zu dahin gerannt. Hast du was erfahren? Oder musst du doch deine Sachen packen? Ich
Ich habe sie gefragt, aber... Erzähl du. Wenn ihr einen Meister wie Lubor mit eurem Messer beeindrucken wollt, gibt es sicher einige Möglichkeiten. Ob diese für euch in Frage kommen, ist allerdings eine andere Sache. Federleichte Adamantitklingen zum Beispiel. Messer aus diesem Material müssen so gut wie nie geschliffen werden und werden oft über Generationen weitervererbt. Aber Adamantiterz kommt nur in Ashra vor und ist entsprechend teuer. Und für jemanden mit meinen Fähigkeiten wäre es sicher zu schwer zu bearbeiten. Nur in Ashra. Kommt irgendetwas nur in Dalimil vor? Etwas, mit dem sich Eisen mischen ließe, um es leichter zu machen. Worauf willst du hinaus? Lubor hat dich gelehrt, Eisen zu schmieden. Er erwartet, dass du es verwendest. Aber er weiß, dass es zu schwer oder zu spröde für ein Tranchiermesser ist. Vielleicht war seine Dalimil-Bemerkung kein Rätsel, sondern ein Hinweis. Wenn man mit billigem Metall arbeiten muss, könnte man... Benutze das Herz von einem Mann. Herz von Dalimil. Nimm einfach das Herz von einem Mann und schmiede daraus das Messer. Dann kann man damit nämlich im Schmelzofen wunderbar Verunreinigungen aus minderwertigem Eisen entfernen. Donnerwetter! Das muss es sein! Weißt du denn, wie es geht? Ich bin keine Expertin, aber ich habe mit genügend Schmieden zusammengearbeitet, um das Prinzip zu kennen. Damit sollte ich mich am besten gleich mal vertraut machen. Clive, ich frage wirklich nur ungern nach alledem, aber meinst du, du könntest... Mach ich doch. Stein besorgen? Natürlich. Jetzt kann ich dich nicht hängen lassen. Außerdem interessiert mich selbst, ob das die Antwort auf Lubos Rätsel ist. Ich kann dir gar nicht genug danken. Drüben auf den Terrassen solltest du keine Probleme haben, Kalkstein zu finden. Der Ort besteht ja aus dem Zeug. Dann treffen wir uns später in der Schmiede. Oder? Dann muss ich da sowieso hin, ne? Später dann. Also erst alles zerkleinern oder einfach so in den Ofen? So, da muss ich sowieso hin, ne? Ist auch gar nicht weit. Ah, gut. Heißt gerade schon wieder einige Quests hier aufgebrummt, bevor wir weitermachen, ne? Wenn wir die immer sofort erledigen, sind wir relativ schnell fertig immer. Nein, ich will nicht schnuppern. Geh weg. Ich weiß nicht, was ich schnuppern soll, aber ich sage einfach mal nein. Na gut, gucken wir mal. Ja, hier sieht es nach Kalk aus. Hab's noch geschafft. Was geht's, Lubor? Mir ist eingefallen, dass ich noch eine Frage hatte. Wohin seid ihr unterwegs? Nach Drachenfang. Hugo Kupka wartet. Ach, dachte ich's mir doch. Dann verrate ich euch etwas. In Drachenfang wimmelt es derzeit von Valutern. Dalmekia und Valut sind verbündet. Und wie ihr jetzt wisst, arbeiten ihre Soldaten Hand in Hand. Aber keine Nation hat je einer fremden Armee erlaubt, mitten in ihrem Heiligtum ein Lager aufzuschlagen. Zumindest nicht freiwillig. Und obendrein hat sich mein Mann im Inneren des Fangs seit Tagen nicht mehr gemeldet. Ich fürchte, es könnten noch mehr Probleme auf euch warten. Wie immer also. Wenn ihr die Höhle des Löwen unbedingt betreten wollt, versprecht mir eins, dass ihr durch die Minen geht. Da gibt es die wenigsten Wachen. Einen Sith habe ich schon verloren. Ab dem zweiten wird man mich für nachlässig halten. Ich werde nicht sterben. Jedenfalls nicht vor Kupka. Na dann bin ich beruhigt. Na gut. Der Fang sollte nicht weit hinter diesen Quellen liegen. Dann wollen wir doch mal. Sich Bomber. Ja, schon vom Brecken. Das Tor ist offen, also können wir endlich weiter. Oder hast du etwa schon Wurzeln geschlagen? Ach, deswegen sind die kochend heiß. Oder Bomber sind, ne? Kalkstein.
Muss ja gucken, ob die echt sind, ne? Geschmacksprobe nehmen und so, ne? Wieder andere. Aber das ist hoffentlich der richtige. Hm, weiß nicht, warum ist die Musik hier so angenehm? So. Gut oder böse? Ups. Hallo auch. Bist du Händler? Und suchst dein Glück in den goldenen Hügeln um die Dalimilschenke? Dann wären wir nämlich schon zwei, Kollege. Geboren bin ich nur einen Steinwurf entfernt, in Dravost. Aber das Reisen liegt mir im Blut. Darum ziehe ich also durch die Welt. Ich sogar, hat man einfach von den Gesprächen weglaufen. Keine Sorge, um die kümmere ich mich schon. Okay, da sind die Minen, ne? Etwas Übles hat sich in den Quellen eingenistet. Da würde ich jetzt. Ich gehe rein. Ich mach da schon keine Sorge. Zeit, diese Bomber in die Luft zu jagen. Bei den Flammen. Das erklärt die Hitze. So, eindeutig Feuer, ne? Ups, oh, yeah. Für einen Moment die Steuerung komplett vergessen. Kennt ihr das? Oh. Nein. Oh, ich dachte, jemand wird mich gerade angreifen. Nein, doch nicht. Ich dachte natürlich den an, der voll ab hier. Badebomber. Irgendwie so Anspielung an dieses Wort Bath Bombs, da gibt es irgendwie so, ne? So Badebomben oder so gibt es dort nicht irgendwie. Oder wie hieß das nochmal? Oh, du bist da. Du bist ein Elektrobomber. Die gibt's auch, ja. Da. Ist halt irgendwie nur mit seinen rechten Hand die ganze Zeit. Muss ein bisschen ausgeglichener benutzen. Deine anderen Hände. Muss mal die Hand wechseln, ne? Sieht so irgendwie aus wie Morty. Ich habe irgendwie so eine Episode, wo er irgendwie so einen dicken Arm hatte, ne? Glaube ich. Oh Gott, der. Okay, bitte nicht explodieren. Ah. Oh, ein Königsbomber. So, sonst hätte er eine Krone oder so auf. Nein. So, um diese Bombenstimmung haben wir uns gerade gekümmert. Dieser Kampf war echt der Knaller. So, lass mich erstmal hier vorbeigehen. Ich habe so das Gefühl, gibt es doch bestimmt irgendwie so einen Schnellreisepunkt irgendwo so, den ich aktivieren kann irgendwann, ne? Würde ich jetzt mal raten. Das ist eine Truhe. Mhm. Oh, ich hasse diese.
mit eigenen Augen gesehen, wie du sie zur Strecke gebracht hast. Doch ich kann es kaum glauben. Ja, ich hab's halt drauf, ne? Wer hätte jetzt gedacht? Sag's den anderen. Ist irgendwo ein Teleportpunkt. Da könnte ich mich jetzt zurück teleportieren oder so. So bestimmt, ne? Pass auf. Ah, ich weiß nicht. Ja, gehen wir zurück, gehen wir nächstes Mal. Ich treffe euch dann am Anfang des nächsten Parts da, ne? Ich nehme an. Not war es dann für heute, ne? Das passt mir jetzt wirklich überhaupt nicht. Ich hatte gehofft, der Hitze kurz entfliehen zu können. In der Wüste? Ich wusste nicht, wie viel du brauchst. Das reicht hoffentlich. Hier, nimm Stein. Du bist eine Riesenhilfe, wirklich. Du und die Händlerin auch. Sie kann gut unterrichten, das sage ich dir. Also dann wollen wir doch mal sehen, ob Kalkstein die Geheimwaffe ist, auf die wir gehofft haben. Oh nein, es ist kaputt. Einige Zeit spät. Und das ist es. Sieht aus wie so ein Höhlenmenschenmesser. Geschmiedet aus den Felsen von Dali. Das hat Messer Tarzan benutzt. Aus ihrem Wesen, wenn man so will. Ich bin beeindruckt. Ich hoffe nur, dass Meister Lubor das genauso sieht. Ich komme wohl genau richtig. Wurde auch Zeit. Ich hatte das Warten schon satt. Entschuldigt, Meister Lubor. Dann wollen wir es uns mal ansehen. Doch zuerst, Sava, glaubst du, dass dieses Tranchiermesser der guten Leute von Dalimil würdig ist? Ich glaube schon. Aber was denkt ihr? In der Tat, was denke ich? Es ist scharf, ja, aber wird bei täglichem Gebrauch nicht lange halten. Und es ist schwer. Zu schwer, finde ich. Es fällt nicht auf, wenn man es nur kurz hält. Aber verkauf es einem Koch und du kannst dir was anhören. Jemand scheint die Terrassen besucht zu haben. Der Kalkstein war schon ein guter Ansatz, zugegeben, aber dennoch nicht ganz zufriedenstellend. Dabei war ich so sicher, dass das die Antwort war. Ich weiß nicht, wer dir diesen kleinen Trick gezeigt hat, aber es zeigt auf jeden Fall Initiative. Nächste Frage. Was glaubst du, würde ich dafür verlangen, wenn ich es gemacht hätte? Wenn ihr auch nur halb so lang dafür gebraucht hättet wie ich, würde ich sagen, ihr nehmt einen stolzen Preis. Und wer könnte sich das leisten? Die Metzgerin? Der Jäger? Die Köche im Gasthof? In Dalimil wohnen einfache Händler, keine reichen Lords und Ladies. Die erste Regel in jedem Geschäft, Sava, kenne deine Kunden. Jawohl, Meister. Das ist gerade so akzeptabel. Gerade so. Ich würde sagen, du kannst noch ein bisschen bleiben. Ab morgen wirst du einen eigenen Amboss haben. Wirklich? Danke. Darf ich fragen, was würdet ihr tun, wenn ihr den Auftrag hättet, ein Tranchiermesser zu schmieden? Ich würde fragen, für wen es ist. Das tue ich immer. Für einen Metzger sollte es lange scharf bleiben. Für einen Jäger so hart wie Titans Kopf sein. Für einen Koch federleicht. Und für einen Adligen würde es ein absolutes Vermögen kosten. Gesprochen wie ein wahrer Meister. Sieht aus, als dürfte man gratulieren. Das habe ich dir zu verdanken. Doch so viel zu Meister Lubors Rätsel, was? Das Wesen von Dalimil hatte nichts mit Kalkstein oder irgendeinem Material zu tun, sondern mit den Leuten hier. Das heißt, ich habe dich grundlos zu den Terrassen geschickt. Du hast bestanden. Nur das zählt. Und ehe du dich versiehst, hast du deine eigene Schmiede. Und wenn es soweit ist, dann schmiede ich dir das beste Messer, das du je gesehen hast. Okay, aber meine Messer müssen...
bist in der Lage, deinen Kopf eines Mannes abtrennen zu können. Kriegst du das hin? Ich brauche diese Dinger nicht. Ich nehme an, die sind da, um verkauft zu werden, ne? Also ich weiß es nicht. Meine Teppiche. Nicht deine, meine. Der Retter meint, gut, dass du noch mal vorbeikommst. Mit jedem Moment wird das Wasser erträglicher. Nicht mehr lange, dann nimmt hier alles wieder seinen gewohnten Lauf. Freut mich zu hören. Nun brennt mir aber die Frage unter den Nägeln. Was war bei den Terrassen los? Durch was wäre ich fast ruiniert worden? Auf jeden Fall nichts, womit ich gerechnet hätte. Bomber. Überall. Rot und feurig. Eine, die ich einem Recken wie dir gern glaube. Kreaturen aus Flammen, sagst du? Die Sorgen werden auch niemals weniger. Aber von meinen Sorgen hast du heute schon genug gehört. Hier, eine kleine Aufmerksamkeit. Als Dankeschön. So, jetzt sollte ich aber schleunigst zurück an die Arbeit. Aus dem Tag lässt sich vielleicht noch etwas machen. Okay. Dann haben wir die Quests hier auch abgeschlossen, ne? Boah, guck mal, wie viele Erfahrungspunkte, guck mal, wie viele Punkte. Ein Hauch des Infernos. Oh, noch mehr Rotlegierung. Brauche ich aber nicht mehr, ich brauche Elektrum. Nur halt. Gut, sind wir ja fertig, ja, ne? Irgendwie ist immer noch... Oh, das heißt, die Schenke, wo wir rausgeschmissen worden sind, ne? So, ich gucke mir offscreen an, was hier ist. Ich nehme an, dass das Gebiet, wo wir gegen diese Typen gerade gekämpft haben, ne? Aber ich gehe mal offscreen checken, ne? So, ich wollte eigentlich hier gucken. Hat sich da was getan? Post. Oh, beim nächsten Mal. Gut, würde ich sagen, das war's für heute, ne? In der nächsten Folge gehen wir dann weiter. Wir müssen in die Minen rein, ne? Nehme ich an, um uns da nach hier Dings zu schleichen. Aber sieht man jetzt hier nicht. Damesia, ja, hier in die Hauptstadt, ne? Und ja, das machen wir in der nächsten Folge. Für heute war es das. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Wenn nicht, dann ist Torgal sehr traurig. Na, guck mal, wie traurig er jetzt schon ist. In dem Sinne sage ich Dankeschön und tschüss, bis zur nächsten Folge. Ciao.